meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute gibt es die September-Favoriten und einen kleinen September-Haul mal wieder, denn ich habe ein paar Produkte gekauft und ich zeige sie euch mal. Erstens habe ich mir hier so ein Spiegel gekauft von Evelyn für, ich glaube, 3,95 €. Den brauche ich nämlich für meine Make-up-Tutorials hier drin, weil ohne Spiegel sehr, sehr schwer. Ja, das ist so das First Things First. Dann habe ich mir meine neuen Abschminktücher gekauft. Die haben natürlich jetzt anscheinend neue Verpackungen, aber das müssten die gleichen sein. Deswegen habe ich mir zwei Packungen gekauft, weil ich jetzt auch viel für die Halloween-Videos zum Drehen brauche, beziehungsweise auch gebraucht habe. Dann habe ich noch meine Anti-Pickel-Masken gekauft von Garnier Skin Active, die Hautklar Anti-Pickel-Thermomasken, da die mir sehr gegen Pickel helfen und ich gemerkt habe, ich habe viel zu wenig gepflegt, meine Haut in den letzten Monaten seit dem Umzug. Deswegen waren auch immer so wenig aufgebraucht Produkte. Aber das möchte ich jetzt ab Oktober ändern. Bin wieder voll eingestiegen in die Pflege und ich merke es auch richtig, meine Haut strahlt, fühlt sich glücklich an und ja, das ist für mich das Wichtigste und deswegen auch so welche Masken. Und da es hier kalt wurde, wie kalt war bitte der September? Ich meine, das Oktoberfest war und es war arschkalt. Arschkalt. Normalerweise ist es nicht so schlimm, aber dieses Jahr fand ich es echt kalt. Ja, deswegen habe ich mich schon mal eingedeckt mit neuen Badezusätzen. Ich habe einmal hier von Balea traumhaften spulendes Badepuder Bloomy Obsession mit Vanille und Weißblütenduft. Und das riecht so gut. Ich freue mich schon sehr. Und dann habe ich schon angefangen mit Weihnachts-Badezusätzen. Ja. Weil so schnell man nicht schauen kann, haben wir schon wieder die Weihnachtszeit, ne? 2 Monate. Da beginnt die Weihnachtszeit. Ja. Dann habe ich mir einmal von Teti selbst Fest der Sinne, deine Kuschelzeit, Fruchtpunsch-Aroma mit Glitzereffekt geholt. Riecht auch richtig geil. Und das letzte, was ich mir noch geholt habe, ist von Dresden Essenz Winterwärme. Genau. Aromaschaumbad mit warmfruchtigem Duft. Also, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das war aber mein kleiner Haul. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu meinen Favoriten. Erstens, an dem Essen oder Süßigkeiten waren für mich, gab es für mich eigentlich nicht so richtig. Ich habe zwar ein bisschen Süßigkeiten gegessen, aber so richtig so mein Favorite hatte ich eigentlich gar nicht. Deswegen, ja. Dann, zweitens, an dem Lieblingsgetränk war für mich Tee. Da mir so kalt war, wollte ich unbedingt nur Tee trinken. Ja. Dann, drittens, an dem Lieblingsbuch oder Magazin. Ich lese derzeit ganz, ganz viel InStyle und InTouch und Glamour Zeitschriften weg, weil mein ganzes Bett unten, so wie früher, ist voll bis oben. Deswegen lese ich das zurzeit so ein bisschen weg, wenn ich Zeit finde, wenn ich nicht YouTube-Videos schneide oder den Haushalt mache. Oder abends so kurz für 10 Minuten blätter ich so ein bisschen durch. Aber ja, das mache ich noch so. Aber ich habe auch kein Buch, ich muss auch unbedingt wieder Bücher anfangen zu lesen. Dann viertens, ein übrigens Nagellack, den trage ich gerade. Der ist von Ciate London, der Nagellack. Und das ist die Farbe 81 Iced Frappé. Richtig cool. Mag die Farbe schon mal, Leute. Da nicht hinschauen. Meine Verletzungen. Also richtig schön. Dann fünftens, ein übrigens Klamottenteil waren für mich Strickjacken. Ich habe sehr, sehr gerne Strickjacken getragen. Heute ist ein wärmerer Tag, deswegen geht es um Dreiviertel-Arm-T-Shirt. Im Herbst, aber ansonsten eigentlich lieber Strickjacken. Dann sechstens dein Lieblings-Make-up-Produkt. Das ist für mich die Urban Decay Naked 3 Palette. Die ich in letzter Zeit sehr, sehr oft benutzt. Trage auch heute eine von den Farben. Um ehrlich zu sein, Dark Side trage ich heute im Außenwinkel. Trage ich zurzeit sehr, sehr gern. Ich muss aber auch wieder meine anderen Paletten und auch meine einzelnen Lidschatten durchgucken. Erst recht, weil ich keine Alltagslidschatten mehr habe und gerade einfach irgendeine Palette nehme. Deswegen muss ich gerade irgendwie so gucken, dass ich mal wieder Alltagslidschatten auffinde, die ich aufbrauchen möchte. Dann siebtens, ein Lieblingshaarprodukt habe ich keins, da ich noch nicht eins gefunden habe, was gut für meine Haare ist. Ich bin immer noch so am Struggeln. Und ich habe auch noch nicht die perfekte Pflege für die blondierten Haare gefunden. Ja,
Dann achtens, der Lieblingsfilm oder Serie ist für mich Fear the Walking Dead auf Amazon Prime. Das ist die Vorgeschichte von The Walking Dead und wir suchten das gerade. Ich glaube, wir sind aktuell bei Staffel 4 und es gibt, glaube ich, nur 5 Staffeln bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob noch eine 6 in Planung ist oder ob es dann zu Ende ist. Also denkt mal, dass wir das im Oktober abschließen und mit einer neuen Serie beginnen. Beziehungsweise auch mal wieder Suits weiter anschauen müssen auf Netflix. Weil da sind wir bei Staffel 2 stehen geblieben. Und ich glaube, es gibt Staffel 9. Also da haben wir auch noch ein bisschen was vor. Ja, dann neuntens, der Lieblingssong ist für mich Hearts Like Hell von Madison Beer. Da ich Spotify habe, finde ich derzeit ganz, ganz viele Lieder und ich auch sehr gerade wieder in Musik bin, was ich monatelang nicht war. Aber jetzt höre ich die ganze Zeit Musik. Auch wenn mein Halloween-Video ist, habe ich nur Halloween-Songs gehört, um richtig in diesen Spirit reinzukommen. Und ja. Dann zehntens, dein Lieblingsbild, was du auf Instagram gepostet hast. Ich habe keins, ich habe immer noch keins gepostet. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, im Oktober, ich fange wieder an. Werde heute gleich sogar mein erstes posten vom Oktoberfest. Und ja, deswegen, I'm back. Heute kommt auch mein erstes Video online. Heute ist der 3. Oktober, Feiertag. Und was mache ich? 8 Videos drehen. Ja, und dann geht's aber auch noch weg. Ich drehe noch 3 Halloween-Videos heute. Und dann kommt heute auch noch ein Video online. Und ich glaube auch die nächsten Tage. Denn ich bin schon so... Habe schon angefangen zu schneiden, aber halt nie ein Video finalisiert und heute habe ich mal eins finalisiert, deswegen kann ich ab heute wieder alles online stellen. Mal gucken, ich hoffe, ich bin ganz, ganz schnell aktuell, dass ihr diese Videos und den Content sehen könnt, den ich derzeit produziere. Ja, dann 11. Meine Lieblings-App ist für mich immer noch Instagram. Ich suchte Instagram. Ich bin auch mittlerweile seit September aktiver in den Stories, aber leider noch nicht mit Bilder posten. Aber ich gucke ganz, ganz viel, ich arbeite ganz, ganz viel, überlege mir ganz, ganz viel und hoffe, dass ich jetzt langsam so wieder mein Hobby zurückbekomme und es auch wieder Spaß macht und nicht so stressvoll ist. Ja, da ich ja auch Unterstützung hinter der Kamera kriege, aber die Person ist heute nicht da. Ja, mein Freund dreht mit mir meine Videos und hilft mir auch beim Schneiden und beim Bearbeiten von Bildern. Deswegen, ja, deswegen ändert sich auch so ein bisschen, deswegen hat sich auch der Hintergrund geändert, weil wir das alles so ein bisschen cooler gestalten wollten. Und ja, sorry übrigens, ich knicke hier, aber ich kriege die nicht raus. Das ist nämlich eigentlich einfach nur so ein, das ist wirklich eine Fotowand, aber das ist so Stoff, nicht Papier oder was es da immer ist, Folieschuhe ist und ich kriege die Knicke nicht raus. Gucken, wie lange die da bleiben, vielleicht gehen sie ja irgendwann raus, ja. Aber genug gequatscht, 12. Dein Lieblingsaccessoire habe ich noch nicht, weil wie ich schon letzten Monat gesagt habe, sind die noch bei meiner Mama, immer noch. Ich habe sie gestern erst gesehen und dachte mir so, okay, ich muss sie jetzt mal holen und ausmisten und alles. Gucken, wann ich das mache. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns dann am Mittwoch um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!